Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mich gerade sehr beschäftigt, weil ich sehr viele Zuschriften zu dieser Thematik bekomme. Worum geht's? Es geht um Reaction-Videos. Ihr wisst ja bestimmt, diese Videos haben in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr zugenommen. Die Beliebtheit, auch immer mehr YouTuber machen Reaction-Videos. Und dementsprechend habe ich auch viele Anfragen bekommen, warum ich denn keine Reaction-Videos mache, dass das sehr gewinnbringend ist, einfach verdientes Geld, erhöht die Reichweite, viel mehr Publikum, das erreicht werden kann. Warum machst denn du keine Reaction-Videos? Hierbei möchte ich einen Unterschied machen zwischen Talk-Videos, jetzt wie dieses hier, und Reaction-Videos. Also Talk-Videos sind in meinem Sinne einfach Videos, die so ein bisschen auch andere Themen ansprechen als die, die normalerweise auf dem Kanal gezeigt werden, wo einfach eine Thematik ist, über die man jetzt gerade sprechen möchte oder wo Erklärungsbedarf oder was auch immer besteht. Und Reaction-Videos sind Videos, bei denen sich ein YouTuber oder TikToker oder was auch immer hinsetzt und andere Videos bewertet, beurteilt und darüber spricht. Bei mir auf meinem Kanal gibt es immer wieder solche Talk-Videos, nenne ich es jetzt mal. Das hier ist auch ein Talk-Video. Wenn einfach zum Beispiel immer wieder fast identische Fragen kommen, dann greife ich einfach dieses Thema auf und dann spreche ich darüber. Also das habe ich schon immer bei mir beim Kanal gemacht und das wird es auch in Zukunft immer wieder mal geben. Und eine häufig gestellte Frage ist eben, warum ich nicht auch einen Reaction-Kanal aufmache oder Reaction-Videos bei mir auf meinem Kanal zeige. Und über diese Thematik möchte ich heute sprechen. Warum gibt es bei mir keine Reaction-Videos? Weil ich mit dieser Thematik nichts anfangen kann. Eins möchte ich vorweg sagen, ich möchte hier natürlich niemanden vor den Bug schießen, dass ich jetzt generell diese Reaction-Videos verteufle oder dass ich anderen was unterstellen möchte oder sagen möchte, dass das, was sie produzieren, für mich keinen Mehrwert hat. Was andere YouTuber machen, ist komplett ihre Sache und wenn das jemand machen möchte, wenn jemand damit erfolgreich ist, dann soll er das machen. Ich erzähle hier nur aus meiner persönlichen Sichtweise und möchte einfach nur meinen Abonnenten und Zuschauern sagen, warum ich das nicht mache und warum ich damit nichts anfangen kann. Diese Welle der Reaction-Videos hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Wenn man jetzt seine YouTube-Videovorschläge auf der rechten Seite sieht, dann sind da bestimmt 2 oder 3 Reaction-Videos drin, obwohl man die selbst gar nicht schaut. Natürlich habe ich mir auch schon das ein oder andere Reaction-Video angeschaut und auf die stetigen Fragen, warum ich das nicht mache, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Wäre das was für mich? Kann ich mich damit identifizieren? Oder ist das gar nicht meins und rechnet sich das auch finanziell? Wäre das vielleicht ein Nebenverdienst? Gerade zu meinen Krankheitszeiten kam diese Frage vermehrt. Warum machst du nicht einfach Reaction-Videos? Da kannst du zu Hause sitzen bleiben, hast keine körperliche Anstrengung und verdienst trotzdem Geld. Und ja, ich habe es mir auch überlegt, habe mich dann aber dagegen entschieden. Wenn jemand selbst Reaction-Videos konsumiert, die anschaut oder die auch selbst produziert, dann ist das seine Sache, ist völlig legitim. Ich allerdings kann mit diesem Prinzip nicht wirklich was anfangen. Aber warum? Dazu muss ich jetzt ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Also, wenn jemand ein Reaction-Video dreht, dann sitzt er zu Hause an seinem Schreibtisch und hat wenig bis gar keine Arbeit. Er schaut sich vielleicht das Video vorher an oder er schaut sich dann direkt live an, bewertet es, spricht darüber, lädt dieses Video hoch und die Zuschauer und Abonnenten dieses Kanals diskutieren auch wieder mit und bewerten die Reaktion. Und im Grunde ist das ein Selbstläufer, weil ich kann mich jetzt zu Hause eine Stunde lang hinsetzen und dann ist dieses Video im Kasten, ich lade es hoch und verdiene damit Geld, obwohl ich selbst eigentlich null Aufwand damit hatte. Und das, finde ich, ist so ein bisschen ein kritischer Punkt. Ein YouTuber oder auf welcher Plattform auch immer setzt sich hin und erstellt mal mehr, mal weniger aufwendige Videos, macht sich Gedanken, was kann ich drehen, setzt es um, man hat also diese Handlung, dann schneidet er das Video, dann lädt das hoch, um vielleicht selbst Geld damit zu verdienen, mit seinem eigenen Gedankengut und mit seinem eigenen Handeln. Also der Aufwand von dieser Person steckt da dahinter. Und jetzt kommt jemand und nimmt sich meist ungefragt dieses Videomaterial, um darüber ein Reaction-Video zu machen, bewertet denjenigen, den sein Tun, kritisiert es vielleicht auch oder spricht einfach nur darüber und lädt es hoch
Und jetzt verdient wiederum eine andere Person Geld damit, obwohl er weder der Urheber dieses Videos ist, in den meisten Fällen auch nicht gefragt hat und im Grunde da null Aufwand damit hatte. Und das kann jetzt eine Win-Win-Situation sein, dass wirklich beide Seiten davon profitieren, muss aber nicht. Es kann auch gewaltig in die Hose gehen. Auch ich habe schon an einem Reaction-Video teilgenommen oder war Teil dessen und habe auch selbst ein einziges Reaction-Video bei mir auf dem Kanal veröffentlicht. Das war damals im Neudeutschen gesagt dieser Buschkraft-Beef mit Fritz Meinecke. Der Fritz hat auf ein Video von mir reagiert. Ich habe auf die Reaktion von Fritz reagiert und der Fritz wiederum auf meine Reaktion. Also das war so ein Ping-Pong-Spiel quasi. Und jetzt möchte ich nochmal drauf zurückgreifen, auf diese Win-Win-Situation. Also wenn man fair spielt, kann man natürlich A, die Person fragen, ob man das Material für ein Reaction-Video verwenden darf. B, ist es natürlich fair, wenn man die Person dann auch in der Videobeschreibung verlinkt, weil das wäre wieder diese Win-Win-Situation. Natürlich kann der, der bewertet wurde, jetzt hier auch nochmal Abonnenten und Klicks generieren und davon profitieren von diesem Reaction-Video. Aber es kann auch genau gegenteilig ausgehen, weil es ist ja so, wenn jemand einen Kanal abonniert hat, dann findet er das gut, was diese Person macht oder zumindest größtenteils gut. Und er kann auch mit der Thematik was anfangen, er kennt sich wahrscheinlich auch in diesem Bereich aus. Wenn jetzt aber ein Reaction-Video gemacht wird und es sieht eine völlig andere Zielgruppe dieses Video, versteht sie vielleicht nichts von dem Thema, mag diese Person vielleicht nicht oder kann damit gar nichts anfangen. Und natürlich können, müssen aber nicht, diese Reaktionen dann auch sehr ins Negative gehen. Das ist zum einen natürlich nicht schön zu lesen für den Urheber dieses Videos und es kann dann auch zu so einer Negativwelle kommen, dass quasi ganz viele Leute auf den Kanal überschwappen, weil sie eine vorgefertigte Reaktion eines anderen YouTubers gesehen haben. Und es ist ja immer nur eine objektive Meinung dieser Person. Aber es ist halt bei YouTube ganz oft so, dass die Zuschauer diese objektive Meinung auch auf sich selbst projizieren und diese Meinung dann auch annehmen. Man kann das jetzt gerade bei YouTube ganz gut beobachten. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt gerade einen Kanal, der da ein bisschen gerade für Aufruhr gesorgt hat. Es gibt eine Thematik, über die gerade viel diskutiert wird. Viele andere YouTuber machen da Reaction-Videos drüber. Und da sieht man ganz gut dieses Ping-Pong-Spiel von erst einer positiven Welle und dann schwappt es negative Kommentare rein, die über Reaction-Videos auf dieses Video aufmerksam geworden sind. Ich möchte jetzt da gar nicht tiefer drauf eingehen, weil ich mag nicht über diesen Sachverhalt hier sprechen, sondern nur über diese Reaction-Videos an sich. Aber in diesem Beispiel sieht man eben ganz gut, was passieren kann, wenn plötzlich eine Welle von Zuschauern auf den Kanal trifft, die diese Person nicht kennen, nicht beurteilen, nicht einschätzen können und vielleicht auch mit der Thematik selbst gar nicht so viel zu tun haben. Ich versuche euch mit diesem Video einfach so ein bisschen auch die Sicht von anderen YouTubern darstellen zu können, weil YouTube ist ja extrem schnelllebig. Die meisten YouTube-Konsumenten denken nicht viel über diese Hintergrundstricke nach, was für Fäden da im Hintergrund laufen und warum und wieso. Aber es ist nun mal Fakt, dass die wenigsten YouTuber gefragt werden, ob ihre Videos für diese Reaction-Videos verwendet werden dürfen, weil es kann ja auch sein, dass jemand damit überhaupt nicht einverstanden ist. Aber da wird überhaupt nicht gefragt, es wird einfach abgegriffen. Und ich finde es extrem unfair, dass einfach das, was andere produziert haben, womit sich andere teilweise richtig viel Arbeit gemacht haben, für einen selbst genutzt wird und man wird nicht mal gefragt. Oder das Beste noch, dass man nicht mal in der Videobeschreibung erwähnt wird und somit ja überhaupt nichts von diesem Reaction-Video hat. Also das finde ich sehr unfair. Bin ich nicht einverstanden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und derjenige, der da Reaction-Videos macht, der macht das Leben natürlich auch sehr leicht, weil es ist keine Arbeit, die man damit hat. Man verdient aber damit. Also ich kenne vielleicht eine Handvoll YouTuber, größere YouTuber, die ihre Videos nicht monetarisiert haben. Alle anderen und eben auch die meisten dieser Reaction-Video-Kanäle, die haben ihre Videos monetarisiert und die verdienen dann Geld mit dem Werk von anderen. Also diesen Blickwinkel muss man einfach auch mal betrachten. Und dann ist es natürlich auch so, dass man dann einen Ball wirft und aber diese Welle nicht mehr wirklich aufhalten kann. Es kann eben auch sehr ins Negative umschlagen und dann hat man dann Bashing der wirklich unangenehmen Art und Weise. Vielleicht hat man das gar nicht gewollt, aber es lässt sich dann auch einfach nicht mehr aufhalten.
Gerade nehme ich an einem YouTube-Partnerprogramm teil. Das heißt, ich habe eine Partnermanagerin zur Seite gestellt bekommen von YouTube. Die hilft mir, meinen Kanal zu optimieren und auch einen oder andere Blickwinkel mit einzubringen. Und die hat auch gemeint, naja, so Reaction-Videos sind sehr gewinnbringend, laufen sehr gut, ob das nicht eine Option für mich wäre. Aber ich habe ganz klar gesagt, nein, damit kann ich nichts anfangen. Also das bin nicht ich. Ich möchte auf meinem Kanal wirklichen Content produzieren und herzeigen und nicht von den Lorbeeren anderer profitieren. Das bin einfach nicht ich und ich möchte mir selbst da treu bleiben. Und außerdem ist es ja oft so, nicht immer, aber oft, dass jemand, der Reaction-Videos macht, stellt ja so ein bisschen seine Ansicht über die anderen. Man ist dann irgendwo in der Hierarchie ganz oben, dass man sagt, ich bin jetzt in der Lage, in der Position, über dein Handeln zu urteilen. Es ist nun mal so, das ist offensichtlich, Reaction-Videos, die polarisieren, das sind immer die, wo man mit irgendeinem Handeln nicht einverstanden ist. Also dass man zum Beispiel sagt, boah, das geht gar nicht, der YouTuber hat das und das gemacht oder schaut mal krass, was hat der erlebt. Das sind Videos, die polarisieren, wo man einfach selbst sagt, das ist irgendwo negativ behaftet, entweder im negativen Sinne oder der macht was ultra krasses, schau mal, das ist absolut geil. Und ich möchte mich selbst einfach nicht in eine Position stellen, wo ich über andere urteile. Weil jeder hat da seine Daseinsberechtigung und ich mag nicht so von oben herabblicken und sagen, jetzt beurteilen wir mal, was YouTuber XY gemacht hat und sprechen darüber, weil das steht mir auch einfach nicht zu. Das bin nicht ich, sowas mache ich nicht. Videos dieser Art generieren natürlich viel Aufrufe, viel Abonnenten und letztendlich auch viel Geld. Klar, jeder hat gern mehr Geld als weniger Geld und jeder hat gern mehr Abonnenten oder mehr Reichweite. Ist ja auch eine gewisse Art und Weise der Anerkennung, dass die Leute den Content mögen, den man produziert. Aber das ist halt einfach auch nicht alles. Es sollte nicht über allen stehen. Und man muss auch nicht jeden Trend mitlaufen. Ich habe jetzt nächstes Jahr mein 10-jähriges YouTube-Jubiläum und in dieser Zeit habe ich viel erlebt und viel gesehen. Es war eine unglaublich tolle Zeit, aber man muss sich einfach selbst auch treu bleiben können und nicht das Gleiche machen, was jetzt alle anderen auch gerade machen. So ein Reaction-Video kann eine gute Sache sein, es können andere Kanäle davon profitieren, aber es ist eben auch nicht alles. Und es gibt auch viele Kanäle, die allein aufgrund dieser Reaction-Videos unglaublich wachsen, obwohl sie eigentlich noch gar keinen Content gebracht haben. Kann alles gut sein, aber für mich sind einfach diese Klicks nicht alles und es sollte nicht über allem anderen drüber stehen. Meins ist es nicht. Wenn andere das machen wollen, klar, macht es, solange man da niemanden disliked oder negative Kommentare und so weiter beschert. Man muss halt auch ein bisschen mit Nachsicht machen, dass man auch über den nächsten Schritt nachdenkt. Ist das jetzt gut? Wie greifen das meine Zuschauer auf? Schade ich damit den anderen? Wenn da alles im grünen Bereich ist, macht es. Aber von mir kommt nichts in der Richtung. Damit ist jetzt genug gesagt, aber mich interessiert natürlich eure Meinung hierzu auch. Sehe ich das zu engstirnig? Seht ihr das ganz anders? Konsumiert ihr Reaction-Videos oder sagt ihr auch eher, nein, ich schaue mir lieber das Originalvideo an und urteile dann über mich selbst? Seht ihr auch meinen Gedankengang, dass man dann vielleicht eine vorgefertigte Meinung von einem anderen YouTuber vorschnell übernimmt, ohne selbst das Video richtig voll ganz angesehen zu haben? Das ist ja auch oft so, dass man nur einen Bruchteil sieht und dann gar nicht richtig urteilen kann, weil man nicht den vollen Content gesehen hat. Wie denkt ihr darüber? Wie steht ihr dazu? Findet ihr das gut oder eher schlecht? Schreibt mir doch eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin an dieser Stelle jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's es gut!